Deutschrap hat gewartet wie ne Bitch im Hotel. Schachspielen in einem Küstenort. Mandarinen in meinem Früchtekorb. Baby, ich bin. Was geht ab, Leute? Willkommen bei mir auf dem Kanal zurück. Ja, heute kommt endlich das Limited Single Bundle von Shindy und seiner neuen Single wahrscheinlich. Mandarin. Cool. Die Außenverpackung schon mal. Sieht nicht schlecht aus. Mach's mal kurz auf. Und das gerade so richtig kaputt machen. Ich bin gespannt, wie das aussieht. So, packen wir das mal aus. Size M habe ich bekommen. Okay. Eigentlich habe ich es in der L bestellt. Na gut. So, das sieht dann so aus. Mandarin. Was haben wir hier? Noch ein Aufkleber mit dazu. Die Single habe ich ja euch wie immer mal kurz mit angespielt. Das Bundle hatte um die 25 Euro gekostet. Okay. Ja. Hinten ist das Muster nochmal drauf. So. So sieht's aus. Halt sehr bunt und so. Also je nachdem, ihr werdet ja kurz in den Einspann wieder mitgehört haben, wie die Single diesmal klingt. Und vom T-Shirt her, ja, es geht. Geht man. Ich verstehe zwar gerade nicht, warum es in der M bekommen, obwohl ich es in der L bestellt hatte, aber na gut. Das werde ich mit gleich mal ranhauen. Die CD hier, die duscht jetzt nicht großartig. Wir können sie mal aufmachen, aber ich glaube nicht, dass sich jetzt in der drinnen nochmal irgendeine Überraschung befindet. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Shindys Comeback-Single ist das sozusagen. Wird ja dann wahrscheinlich auch noch ein Album folgen, gehe ich mal stark davon aus. Aber er ist sehr, sehr lange von der Bildfläche verschwunden. Von Disney musste er irgendein Lied jetzt wieder rausnehmen, die Tage. So, habt ihr das nochmal so. Aber von Shindy ist immer, gut, das sieht jetzt cool aus, das ist glaube ich auch selber gezeichnet und so. Also vom Druck her ist das CD natürlich auch mal was anderes und ich werde mir das T-Shirt mal ganz kurz ranhauen. So sieht es aus. Ja, seid sehr, sehr, sehr eng, kann man sagen. Ich drehe euch mal ganz kurz hier rüber. Und ja, wie gesagt, ihr habt halt das Zeichen dann. Wie gesagt, ist schon in Ordnung. Aber dadurch, dass halt der M ist, wie gesagt, ist halt sehr, sehr, sehr eng für mich jetzt persönlich. Der Stoff fühlt sich jetzt aber nicht so krass hochwertig an, muss ich sagen. Also der ist sehr kratzig vom Stoff her. Also jetzt nicht so die High-End-Quali, kann man wirklich so sagen. Also es ist jetzt nichts mega Spannendes dabei. Wie gesagt, der Aufkleber nochmal mit dazu ist in Ordnung. Wie gesagt, das ist halt trotzdem bloß ein Bundle. Ne? Das muss man dazu sagen. Bundle ist Bundle. Da kann man jetzt nichts großartig erwarten. Aber für, sagen wir mal, für 25 Euro ist okay. Aber das T-Shirt ist jetzt nicht so krass, muss ich sagen. Wie gesagt, das ist auch jetzt... Das Muster, muss man sagen, ist cool. Sieht halt ein wenig fresh aus. Wobei man jetzt sagen muss, dadurch, dass der Sommer ja jetzt so vorbeigeht oder so. Mal gucken, wie die Single klingt. Und dann werden wir sehen, dann, ob das passt dazu. Und von daher, schaut auf jeden Fall in den nächsten Wochen mit dabei. Viele Boxen sind jetzt auf den Oktober verschoben worden natürlich. Also im Oktober werden extremst viele Boxen mitkommen. Im September werden ein paar Boxen jetzt, glaube ich, noch mitkommen. Da sind aber auch schon wieder Haufen verschoben worden. Sonny Black 2 ist jetzt auf den 3. Dezember verschoben worden. Zum 100.000. Mal könnt ihr mal eure Meinung mitlassen, wie ihr das findet, ob das okay ist, dass jetzt schon wieder verschoben worden ist und so. Lasst mir bitte ein Abo da. Würde mich merken, mega freuen, wenn wir die 1000 Abonnenten demnächst auch mit knacken können. Und würde mich sehr freuen, wie gesagt. Ich habe mal geguckt bei den Statistiken, es gucken extrem viele Leute meine Videos, muss ich dazu sagen. Vielen Dank dafür, aber fast keiner lässt leider ein Abo mit da und das finde ich immer schade. Die Videos werden sehr gut geguckt immer, sicher an der Aufrufe. Euch interessiert, das ist ja an den Likes oder wie auch immer. Wie gesagt, wenn ich in der Woche fast 5 Videos immer rausballer, aber bitte lasst mir auch ein Abo da. Aktiviert die Glocke, dass ihr das immer mitbekommt, weil ich sehr viele Videos hochlade. Zum Thema Essen, zum Thema Sport natürlich, kommt jetzt auch wieder vermehrt im September. Dann Unboxing natürlich Sachen und so weiter und so fort. Und von daher würde es mich echt freuen, wenn ihr da mehr auf die Abos raufklopfen würdet.
und nicht bloß meine Videos anschaut. Das hilft mir, dann kann ich immer mehr finanzieren an die Boxen und sowas, weil es natürlich auch teuer ist, das ganze Geschäft, muss man sagen, um euch das zu zeigen, was sich lohnt oder was nicht. Und von daher, haut rein, Meli. Bis bald. Ciao.